Sebastian Kreuzburg ist 18 Jahre alt, Neuzugang beim Kirchheimer SC und hat sich bei seinem Ex-Verein wohl nicht gerade sehr beliebt gemacht, denn er wechselt vom Erzrivalen des SV Heimstetten hier zum Merowinger Hof. Herr Kreuzburg, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie hier sind beim Kirchheimer SC, beziehungsweise jetzt hier bei uns. Kreuzburg, schön, dass Sie jetzt bei uns sind, bei Isarkick. Sie wechselten jetzt, wie ich gerade gesagt habe, vor Saisonbeginn vom SV Heimstetten hier zum Kirchheimer SC. Was sind so die Beweggründe, dass man den Erzrivalen verlässt zum Lokalrivalen? Erstmal grundlegend von meiner Seite aus war es jetzt nicht so treffend, der Wechsel. Es kam eher von Trainerseite aus. Mir wurde nach dem Training einfach mitgeteilt, okay, wir planen eine neue Saison einfach ohne dich. Und dann kam so die schnelle Entscheidung, okay, wo geht's hin? Ich hatte Kirchheim und Ismaning im Kopf. Dadurch, dass Ismaning halt einfach ein bisschen weiter weg war von mir auch, hatte ich mich dann für den KSC entschieden, sind 2 Minuten länger und von dem her. Und ich wollte einfach was Neues in meinem letzten Jugendjahr nochmal ausprobieren und mal schauen, wo der Weg hinführt. Wie waren da so die Reaktionen seitens Heimstetten, als man dann erfahren hat, der ist jetzt bei Kirchheim? Man hört ja immer sehr viel, gerade wenn jetzt ein Fußballer von zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein bestes Beispiel, 60 Bayern wechselt, dann ist ja immer, wir wollen den nicht haben, weil der ist ja blauer gewesen. Haben Sie da auch was in dieser Richtung mitbekommen? Also vom KSC überhaupt nicht. Ich wurde hier total herzlich aufgenommen, war sofort drin. Keiner hat das irgendwie weiter hinterfragt. Nur halt von meiner alten Mannschaft, wir hatten ja ein Testspiel auch gegen die, habe ich schon das eine oder andere gehört, so, wo es auch dann Richtung Testspiel ging. Ja, der bekommt schon einiges ab. Aber wo es dann wirklich im Testspiel ging, habe ich ehrlich gesagt davon nicht viel mitbekommen. Die Jungs waren ganz nett, waren eigentlich auch recht überrascht. Ein paar wussten es auch gar nicht. Ich habe es auch nicht an die große Glocke gehängt. Ich war jetzt vielleicht nicht der Abschied, den ich mir hätte gewünscht beim SVH, aber manchmal liegt nicht alles in der eigenen Hand. Also Sie waren jetzt 3,5 Jahre dann beim SV Heimstetten, ehe es dann quasi zum FC Stern ging. Das war ja dann quasi schon mal die erste Flucht, in Anführungszeichen, aus Heimstetten. Dann sind Sie ja wieder zurückgekommen zum SV Heimstetten, aber vielleicht können Sie jetzt einfach mal schildern, wie die 3,5 Jahre für Sie waren. Weil es muss ja einen Grund gegeben haben, dass Sie dann gesagt haben, ich flüchte jetzt einfach. Also die 3 Jahre waren eigentlich, es waren Ups und Downs, es war mal eine schöne Zeit, dann war es mal wieder so, naja, läuft nicht so. Aber im Großen und Ganzen waren sie eigentlich ganz schön, nur der Wechsel zu Stern kam halt so zustande. In der U17 wurde ich einfach nicht übernommen, bin dann ein halbes Jahr lang hoch in die U19, also in den älteren Jahrgang. Und ich wollte einfach nur noch mal selber für mich ausbilden, okay, ich könnte ja noch ein halbes Jahr lang U17 spielen, warum probierst du es nicht einfach mal irgendwo in der BOL? Genau, und dann bin ich halt zum FC Stern gewechselt, war jetzt auch nicht die optimale Zeit. Wir hatten einen sehr großen Kader von 30 Mann, hatte da genau dann 2 Spiele, Kurzzeiteinsätze, im Endeffekt bereue ich es eigentlich. Aber auch Sie haben dann gegen den SV Heimstetten spielen dürfen, gegen die, gegen die Ex-Mannschaft. Genau. Das war für mich eigentlich schon so ein ganz besonderes Spiel. Das war eigentlich das Highlight der Saison für mich. Ich wollte dieses Spiel unbedingt machen, habe es auch dem Trainer gesagt, im Training auch bewiesen und durfte dann auch dort mein Debüt so gegen meinen Ex-Club geben. Wie war da so die Stimmung? Da spielt ja auch noch, muss man ja auch noch erwähnen, Ihr bester Freund. Also gerade diese Spiele sind ja dann doch immer irgendwie so ein bisschen. Da geht es ja nicht nur um irgendwie, ich will gewinnen, es ist ja auch irgendwo ein kleines Derby, sondern da geht es ja auch irgendwie, man hat ja Wetten am Laufen, dann geht es auch irgendwo um die Ehre. Ja klar, es war ein sehr besonderes Spiel für mich, rein persönlich, aus persönlichen Gründen, aber auch einfach vom Fußballerischen her. Wo steht man mit der Mannschaft? Das war zu dem Zeitpunkt Erster gegen Zweiten. Wir haben uns immer abgewechselt, Heimstetten, Stern, war immer Erster, Zweiter. Aber an sich, für mich ist es so, wenn ich auf dem Platz stehe, habe ich keine Freunde. Dann lassen Sie uns jetzt mal kurz über das erste Spiel reden, das jetzt gelaufen ist. Der Saisonauftakt ist ja in die Hose gegangen. Ja. Das hat man sich sicher anders vorgestellt. 4-1 in Wilmershofen verloren, vor der Halbzeit noch 2 Dinger gefangen, sodass es dann schon 3-1 stand. Was sind so die Gründe jetzt für die Niederlage? Einfach aus dem Grund, also ich würde es mal so benennen, wir hatten vor dem Spiel in Wilmershofen eine Trainingseinheit, eine Spieleinheit sehr dicht aneinander getaktet. Wir waren viele noch ziemlich K.O. auch von dem Spiel, vom Training, waren jeweils nur einen Tag Pause dazwischen. Ich vermute mal, Milbertshofen hatte schon 2-3 Wochen Trainingszeit. Wir hatten den Trainingsauftakt mit einer Einheit, einem Spiel, hatten auch 4 2002er-Jahrgänge, also aus der U17, und beziehungsweise 2003er. Ich schätze mal einfach, wir waren noch nicht da, vielleicht auch ein bisschen überrascht, so okay, Platzverhältnisse waren auch nicht die besten, aber gut. Wir waren vom Kopf her vielleicht noch nicht in der Saison drinnen, aber ich schätze mal, nächste Woche gegen Monau wird es besser. Ihr großes Vorbild ist ja Cristiano Ronaldo.
Und das Witzige ist jetzt, sie sind Barca-Fan, also ergo mittlerweile geht es, er ist jetzt bei Juventus Turin. Ja. Wie sehen Sie so seine Entwicklung? Er ist jetzt auch 34, aber man merkt ihm das Alter irgendwie gar nicht an. Also persönlich aus meiner Sicht, er, für mich zeigt er halt einfach, Messi hat Talent, Ronaldo hat harte Arbeit. Messi hatte 17 Jahre lang war ein Talent von FC Barcelona und dann kam er groß raus in einem Spiel. Ronaldo hat sich das halt über Jahre lang aufgebaut, war bei Sporting in der Jugend, dann zu Manchester United, von Manchester dann zu Real. Das muss auch erstmal einer schaffen. Also aus meiner Sicht, Ronaldo zeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Was können Sie sich so von ihm abschauen? Also es ist ja, es sind immer, ich weiß schon, jetzt etwas blödere Vergleiche, wenn man sagt, hier ist ein Jugendspieler, der in der ABOL spielt und er schaut jetzt zum Profi auf und man kann von dem was lernen, aber gibt es da irgendwas? Ja klar, man kann sich auf und neben dem Platz extrem viel von ihm abschauen, meiner Meinung nach. Zum Beispiel Ronaldos Vater, wissen ja vielleicht viele nicht, ist an Alkohol gestorben, deswegen trinkt Alkohol, CR7 zum Beispiel kein Alkohol. Er hat keine Tätowierungen, einfach damit er jedes halbe Jahr Blut spenden kann. Und auf dem Platz, er ist einer, der will immer gewinnen, selbst wenn, oder ein Tor schießen. Und selbst wenn es 4-1 steht, er möchte am liebsten nochmal 2-3 Tore dem Gegner drücken. Und ich finde, man kann sehr viel von ihm lernen. Wie viel Ronaldo steckt in Ihnen? Leider nicht so viel. Muss man ehrlich leider so zugeben. Aber so ein bisschen Wille zum Kämpfen ist da? Ja klar, man will schauen, so was geht noch. Vor allem jetzt, wenn man so 16, 17, 18 wird. Da wollen die meisten Jungs dann nochmal so, okay, was geht denn jetzt noch? Ein bisschen ist ja noch da Zeit, aber man muss auch am Boden bleiben und der Realität ins Auge schauen. Dann lassen Sie uns jetzt mal noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Es ist jetzt hier Ihr letztes Jugendjahr, bevor es in den Herrenbereich reingeht. Was sind da so Ihre Ziele? Also persönlich möchte ich mich jetzt einfach erstmal in Fokus spielen in der U19, mir meinen Stammplatz erspielen und dann mal schauen. Im Idealfall wird man im Herrenbereich übernommen, beim KSC in die Landesliga und dann kann man weiterschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.